Man mag es nicht glauben, aber das ist mein Let's Play mit den meisten Anlaufversuchen. Ich glaube, ich habe schon fünf Folgen aufgenommen und noch nie rausgehauen. Kann man eigentlich später, also kann man bestimmt Bogen und so bauen, ja, oder? Ja. Ja. Weil ich glaube, Oder hast diese du Rehe, aber recht, das Reh also wird es nicht warten. vor allem für die Pfeile brauchst du recht viel Material. Ja, Okay. du brauchst mittlerweile auch, um Feuerpfeile zu machen, was fehlenswert ist, Für Gegner, ja. Alkohol. Warum habe ich denn Ja, jetzt schon Alkohol wieder brauchst du Blut ja an für den Händen? alles, oder? Nee, Alkohol ist erst neu, du konntest dich früher so anzünden. Jetzt brauchst du aber Alkohol, um den Alkohol zu tränken, die Pfeile. Ja, aber ich meine, Und Alkohol dann. brauchst du für so viele Dinge. Es geht, Das glaube stimmt, ich. ja. Und wenn es nur Klassenarbeiten. die Sorgen vertreiben ist, ne? Eben. Warum? Jetzt habe ich einen Baum gefällt und bin wieder voll mit Blut. Hast du wahrscheinlich jemanden von uns gehauen? Ich schwimme ins Hey, Wasser, ich kann kann noch so nicht einer rumlaufen. einen Stamm hier reinbringen und das Lager fertig Oh, hier machen? muss ja. Ja, sollten wir vielleicht mal machen. Ja, warte. Unten hinten ist. Drin. Ja, ab ist fertig. Guck mal an, das ist ja direkt schon ansehnlich. Oh, da kommen Freunde. Okay. Oh, Ge oh. geht rein, geht rein. Innen ist zum größten Teil sicher. Zwar nicht komplett, aber. Ja, aber hier fehlen noch Ja, Stämme. ich weiß, aber es ist zum größten Teil sicher. Also können die nur von einer Seite kommen. Und guckt, dass eure Energie voll ist, der hellblaue Balken. Ja. Der ist bei mir halb voll. Wie kann ich den voller machen? Wenn der Ess dunkel. etwas. Der Schau mal in deinem kann Inventar, ob nur. du den Au! Riegel hast. Lol, der hat mich gewone-hittet. They survived! Null! Meine Damen und Herren, Slendytube at its best. Ihr dürft, So. wenn ihr tot seid, nicht Escape drücken oder sowas, ne? Dann kann mich einer wiederbeleben? Ah, danke schön. Ach, Wo schön. ist Slendy? Ich bin im Flugzeug. Ah, ganz tot. Ja. Du darfst nicht, drei Leute Ich brauche, stehen ich davon. muss etwas Medizin nehmen. Ja, ich auch. Das Geile ist, es gibt's hier nicht mehr. Habt ihr meine Axt noch? Weil die ist jetzt hier nicht mehr drin. Ach cool, jetzt sind die hier schon. Das ist ja geil. Ja, die Axt liegt hier, glaube ich, muss einnehmen. Aber irgendwo müsste eine Leiche liegen. Direkt im Haus. Ich bin direkt im Haus gestorben. Aber hier Ich liegt traue mich irgendwo nicht aus eine dem Leiche. Flugzeug raus. Da liegt deine Leiche aber nicht, hä? Ne, dann müsste die irgendwo noch da drin stecken wieder. Alter, 0 Tage überlebt. Das ist wieder so Das typisch. Spiel ist schwer geworden. Ja, oder ich bin einfach Oho, immer noch okay. unfähig. Ich traue mich nicht aus dem Flugzeug raus. Hier läuft irgendwo einer rum. Kannst du mich wiederbeleben? Ja, nichts drücken. Aha. Hier ist noch einer. Oh, da sind noch zwei. Ich werde verfolgt. Oh, ne, ist ein Hase. Na, so kommen noch mehr. Das sind vier. Ich bringe eventuell auch noch wer hier mit. Lass mal bitte reingehen, da sind wir, da sehen, ihr könnt zumindest nur von einer Seite kommen. Alter, das ist schon krass, wenn du durch diesen Wald läufst. Ja, Oh. super, die warten hier draußen auf mich. Oh, eins, zwei, drei, vier. Hallo, Freunde. Die sehen aber sehr aus wie diese Wendigos aus Until Dawn. Okay. Hallo. Weil sie mir geschafft. Hä, warum liegt. Also, ich habe hier dieses Totenkopf-Symbol. Ja, dann müsste dann deine Leiche irgendwo liegen. Alter, sind noch drei. Ah, da liegt sie doch. Nee, das war einer von denen. Ach, da liegt's doch. Mein Gott, ich bin noch blind. Achtung, 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 einer ist drinnen. Okay, ich hab's Drin? wieder. Nein, nicht das. Nein, nein, nein. Das hier. Okay. So. Nein, ich will doch nicht den Stein, ich will die Axt. Achso, ich könnt doch die Köpfe essen, nur zur Info. Natürlich. Einer ist abgehauen. Kommt wahrscheinlich nachher mit Verstärkung. Oh, ich habe die Hautfarbe gewechselt. Ja, du wechselst den Charakter über ihn. Naja, jetzt habe ich Okay, normalerweise. wir sollten fertig bauen, wir sollten fertig Ja, bauen. wir brauchen nur noch 5 Stück. Ich stelle mir vor, ich Okay. bin Samuel L. Jackson, dann überlebe ich alles. Naja, außer ich bin Jedi. Dann nicht. Liegen auch noch Stämmen. Ja, das war wahrscheinlich genug. Nee, Nehme ich an. 3 Stück, glaube ich. Hallo, Wie? SC-Pilot. Ich weiß nicht, ob sie das rausgepatcht haben, aber wenn ihr verrottetes Fleisch habt im Inventar, wenn ihr es jemand anderem gebt, dann ist es für den wieder gutes Fleisch.
Lol. Okay. Jedenfalls war es so, als ich das letzte Mal gespielt habe, vor etwa einem Monat oder so. Warte mal kurz, noch nicht fertig machen. Oh shit, ich muss was essen. Warum verhungere ich denn gleich schon? Ich bin doch gerade erst... Dreingreck ist, glaube ich, noch nichts fertig. Nee, dann sollten wir eventuell noch was braten. Ja, ich schau kurz, ob ich ein Feuer hier hinstellen kann. Ich mach mal ein Feuer, hä? Okay, hier, ja, hier ist noch eine Leiche, die ich gerade mal ein bisschen schände. So geil, wie die zwei, Typen über der Leiche knien drauf einprügeln. Hier drin. Okay, es ist fertig. Nee, einen Stein brauchen wir noch. Oh, ich will die Schildkröte nicht töten. Mit L kannst du ein Feuerzeug auch noch stellen, ne? Okay. Ah, ich hab... Okay, wunderbar. Und da hier hat's noch Menschen, wo man das Fleisch nehmen kann. Oh, oh, oh. Alter. Achtung, wenn ihr Feuer lauft, dann könnt ihr brennen, ne? Ja, ich bin auch schon. Oh, okay. Ich lege erstmal ein bisschen was drauf. Okay. Das ist so grausam. Nehmt euch einen Arm, ein Bein oder so. Nehmt, was ihr wollt. Ein Arm, ein Beinchen. Liegt auch schon mal auf dem Dings drauf. Die Finger sind's genau. Beste. Nee, die Zehennägel. Achso. Ach, die machen ist bestimmt die knusprige, gell? Naja, eben. Okay, einer kann was essen. Ich schnabuliere einfach mal. Ups, brenn ich? Nee. Wie lange muss ich hier drauflassen? Bis dieser Pac-Man kommt. Oh, draußen ist, haben wir Besuch. Ja, ich hab irgendwas gehört. Achtung, geh mal, lass mich. Da, hier. Da vorne. Hier da muss vorne. Man die Wände wieder... Ja, reparieren. Okay. Hier, du blödes Ding. Tot? Nee. Muss man eine Medizin nehmen, Alter. Er fliegt. Okay. Ist er tot? Achtung, Gegner! Er ist tot. Ich bleib einfach hier drin. Ah, da. Oh. Ich glaube, sie sind vor der Tür. Hallo? Lol. Fidon, was hast du denn da schon wieder für eine scheiß Tür gekauft? Wieso? Man kann nichts anderes bauen. Aber sie buggt hier rum. Ah, jetzt ist wieder cool. Kann ich durchlaufen? Ah. Bitte. Guck mal, die bewegt sich durchgehend. Könnt. Hast du wieder bei IKEA eingekauft? Das war so klar. Ich hab gesagt, geh in ein gescheites Möbelgeschäft. Ihr müsst doch. Oh, okay, die Sachen. Wir haben verbrannt. Ganz viele Knochen. Okay, ja gut. Dann sollten wir eventuell nicht so viele mal draufhauen, sondern mehr ins Drying Rack. Pack mal ein paar Sachen. Also, ich tue nochmal etwas aufs Feuer. Nee, wir brauchen einer noch Essen überhaupt. Und Drying Rack ist jetzt bereit zum. Ja, dann tust lieber aufs Drying Rack. Weil da. Ja, ich hab noch was ins Feuer getan, also jetzt einfach. Ja, egal. Wir haben genug, glaube ich. Ich tue mal noch einen Kopf ins Feuer. Alter, wie einfach. Oh ja. Oh, da haben wir aber eine schöne Ablage. Meine Güte. So, und jetzt noch ein Arm, Alter, wie wir einfach hier nur Arme liegen haben und hängen haben. Ach, verdammt, sind die welche draußen. Na, in ruhigen Nächten kann man hier nicht sprechen. Ah, da ist er. Nee. Macht ihr? Ah, ich oh. Also. Oh, verdammt. Wow, what the fuck? Oh, der war unsichtbar. Ich werde das hier mal ganz also kurz. Also es gibt einen Unterschied zwischen eingeborenen Kannibalen. Kannibalen laufen gebückt und Autsch. Eingeborene laufen gerade. So, ich habe alle meine Medizin jetzt aufgebraucht. Nee, ich noch nicht. Und Eingeborene kommen meistens allein und in Gruppen und so. Sind aber nicht immer aggressiv. Genau, Kannibalen sind meistens nicht aggressiv. War schon wieder ein. Das war eine Frau. Wo? Draußen. Das hört sich ja wie eine Möwe. Ist auch das ist eine wild gewordene. Eine wild gewordene Frau. Oh. Also ich habe noch zwei Medizin, wir müssen langsam Koffer finden, glaube ich. Ja, cool. Hey, warum, sag mal,
One-hitten die nur mich, oder? Nein, bist schon wieder tot. Du hast wahrscheinlich nicht viele Leben. Ich sterb hier vor mich hin. Schnell, schnell, schnell. Ja, warte. Belebt mich wieder. Brauchst du dir Hilfe? Ich schlick ja, irgendwo vor dem Ding. Schnell, schnell. Oh, auf den Brust. Ja, wir haben hier ein kleines Problemchen. Ich bin selber gerade. Du kannst mit Rechtsklick kannst du dich verteidigen. Ah, okay. Danny lebt wieder. Wenn du Rechtsklick drückst, dann kannst du blocken. Ah, okay. Ah, das wusste ich auch nicht. Aber warum ruckelt das denn so? Ist ein bisschen ärgerlich. Das war, was ich vergessen habe, ehrlich gesagt. Das mit dem Blocken. Mhm. Wie viele Arme hier einfach hängen. Ich sauf erstmal was. Ja, wir haben hier überall tote Körperteile und tote Leute rumliegen. Wie regeneriert sich das Leben? Du musst entweder voll Essen und voll Energie haben. Oder wie hier, wie wir zwei Türen haben. Du brauchst Medizin. Okay. Ich werde hier noch eine Dings reinbauen, eine Bank. Da kann man ganz schnell Energie aufladen, wenn man da hinsitzt. Ja. Was wir brauchen ist Tree. Ist das normal? Mittlerweile so viele schon. Kommen, ja. Inzwischen schon. Ich sag doch. Da kommen ja kaum noch zu irgendwas anderem, oder? Tagsüber ist es nicht so krass. Mann. Ich guck einfach vom Fenster aus zu. Wo waren die Bänke? Da hinten sehen wir einen in seinem natürlichen Umfeld. Ja, lief. Wie er lauert. Oh. Okay, ich hab zwei geplättet. Oha. Wir können ja da hinten lauert noch einer. Wir können uns diese krass extra holen. Ja, die sind da nicht mehr. Einer sitzt noch in der Nähe, ne? Wo genau? Da, Fino, in falsche Richtung. Ja, Adrian läuft hin. Ich lauf auch gerade hin. Hier ist nämlich auch noch einer. LOL, wie der hochgesprungen ist. LOL, der backt in der Luft fest. Ja, der liegt kann in der Luft. Kann nichts machen. Der ist aber tot. Lass die Leiche mal liegen. Desto mehr wir dran hängen, bringt's auch nicht. Ja, wir haben schon genug zu essen für weiß ich wie lange. Ja, wir brauchen Tree Saps, das ist unser Problem. Ja, ich weiß. Baumstand für die Bank, ne? Oh, jetzt kann er wieder laufen. Oh geil, wir haben eine Hausschildkröte. Hey, du hast unsere Hausschildkröte getötet. Nee, sie lebt doch nur. Stirb. Guck mal, das ist eine Zauberschildkröte, die kann durch Holz durch. Hä? Oh, hallo. Stimmt schon. Tja, ich sag doch, Zauber. Ja, genau. Jetzt dachte sie gerade, sie sind gekommen. Achtung, es ist noch ein Gegner. Naja, dann stirbt sie halt nicht. Wenn ihr Tree Sap habt, dann bitte zwischendurch auch mal die Wände reparieren. Okay. Ja, wir müssen Zeit haben, um Bäume abzuhacken. Ja, könnte mal langsam wieder Nacht werden, ne? Warte mal. Kann ich speichern? Ja, ich kann speichern. Tag, ja, Nacht war jetzt lang genug. Ja, meine ich ja. Meine Güte. Ja? Emme sagt, du sollst mal auf den Chat eingehen. Ja, habe ich schon gemacht. Hä? Zwischendurch kurz mal. Lol. Der ist nicht so auffällig. Was war das? War ein Baum. Achso, ich dachte gerade, da schießt jemand. Nee. Ich bin ein bisschen paranoid, ich habe gestern Abend Jurassic Park 2 gesehen. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass die Dinosaurier vorbeilaufen. Ja, musst du arg spielen. Ja, stimmt, das wäre eigentlich auch mal geil, weil ich mag Dinos. Was willst du spielen? Arg. Aber es muss ja Survival Evolved. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich würde gerne ein Spiel spielen, wo es etwas realistischer wäre. So, Im Sinne von mit realistischeren Dinos oder ohne Dinos? Realistischeren Dinos. Nee, was ich geil fände, wäre Walking Dead einfach mal. Aber es gibt immer nur diese Telltale-Games und sowas von Walking Dead. Dings gibt Survival Instinct. Das ist zwar nicht besonders einfallsreich, aber es ist ganz cool. Keine Ahnung, auf Steam gucken. Ist ja ein bisschen like wie Walking Dead, aber... Achso, mit so, ja gut. Survival Instinct ist halt so ein bisschen schon sehr
level-orientiert, also du läufst halt immer in bestimmten Arealen rum, hast keine Open World. Achso, Agent, du hast aber ja Treesap gesammelt, oder? Ja, wieso? Hast du schon repariert, die Wände? Ich fühle mich so unnütz hier. Weil die machen die Wände kaputt. Oh, hier ist die magische Schildkröte. Ah! Weil dann einfach E drücken und dann können wir nämlich... Ja, ich weiß. Also, Slendy, wenn du Bäume abhackst, kriegst du automatisch Treesap. Also es ist theoretisch Harz. Also Baumharz. Und bleib mit dem kannst du Wände reparieren, wenn die angreifen. Okay. Genau. Bleib mal eben stehen. Warte mal, ich höre schon wieder. Wenn wir E-Bäume hacken, könnten wir theoretisch Fallen hier draußen aufbauen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon was bringt. Es gibt Fallen, die brauchen keine. Also die brauchen nur Baumstämme und so. Na gut, dann können wir das natürlich machen. Soll ich mal gucken? Ich bin gerade am Schauen, wo die sind. Gut. Ja. Wir wollen auf jeden Fall Treesap da und anders, da komme ich nicht drunter rum. Meine Hand sieht unfassbar creepy aus. Ich setze mich mal wieder ans Lagerfeuer. Ui, hier ist eine Riesenratte. Ah, ne, ist ein Eichhörnchen. Biologie mit Slendy. Das ist eine Riesenratte. Oh ne, ist doch, warum hatte ich in Bio immer eine 5? Ich versteh's gar nicht. Ich hab gesagt, als ich auf den Chat eingegangen bin, dass es doch wirklich ein geiles Spiel ist. Kann sein, dass es überhaupt hat. Aber, naja.